Servus Leute und somit herzlich willkommen zum 12. Part von Minecraft Questing Mayhem. Und genau in der letzten Folge, da haben wir ein bisschen mit den ein bisschen Landwirtschaft in Minecraft betrieben. Achso, das können wir ja nicht. Und wir haben ja noch ein paar Disco-Kugeln sozusagen geöffnet. Also diese Chance Cubes. Und die Ausbeute letzte Folge war sehr erfolgreich, muss ich einfach echt mal gestehen. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, wieder mal ein bisschen. Ja, ein bisschen die Crops hier, also ein bisschen Kartoffeln und so, für die nächste Quest zu farmen. Und zwar brauchen wir noch, wir brauchen 16 Kartoffeln insgesamt, das heißt, wir brauchen noch drei weitere. Und wir haben es. Wir haben es endlich und, oh, Leute, jetzt können wir uns wieder was Geiles gönnen. Ich würde mal sagen, ich tue mal alles Unnötige jetzt einfach mal hier raus, was ich jetzt gerade nicht brauche. Oh Mann, ich brauche echt ein ME-System demnächst. Ich tue es jetzt einfach mal hier rein. Brot, ja, tue mal das auch rein. Karotten, das ganze Zeug halt. Hier haben wir noch ein bisschen Carrot Juice. Ich tue mal Essen, also ich tue jetzt sämtliches Essen jetzt einfach mal hier rein. Zombie Brain. Okay. Also ich sortiere jetzt erstmal alles aus, habe ich ja auch jetzt gerade. Und jetzt nimm mir einfach mal ein Chance. Das heißt cool. Das kann ich nämlich nicht einmal aussprechen. Isosahedron. Ich hoffe mal, das war so. Hä? Was ist das? Hä? Da steht einfach nur Broadsword von Tinker's Construct. Wofür ist das? Das ist irgendwie ein komischer Bug, ganz ehrlich. Ich verstehe das einfach nicht. Komisch. Also ich meine, dieses Broadsword-Ding haben wir ja schon mal gehabt. Keine Ahnung, was das eigentlich ist. Also echt strange. So, aber egal. Also jetzt gehe ich mir wieder ein bisschen weiter weg von dem Ding. Und dann öffnen es wir mal wieder. Und wie gesagt, ein bisschen weiter weg, damit hier nicht irgendwie alles total kaputt geht. Wir brauchen noch Essen hier. Ja. Und... Oh, da ist sogar ein Wüstentempel. Vielleicht... Oh Leute, vielleicht haben wir Glück und da ist auch noch ein Dorf. Warum noch ein Screenshot? Ich weiß nicht, ich feiere diese Disco-Kugel, die ist echt geil. Jetzt ein bisschen weiter weg, bitte was Geiles. Was ist jetzt los? Oh, Water Bedrockium Drum. Ich wollte schon Core sagen, aus irgendeinem Grund. Oh, Leute. Also, ich finde es geil, aber ich meine, wir haben ja schon einen, also. Also, es könnte besser sein, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil wir haben ja da hinten, haben wir ja schon einen. Und ja, aber egal. Also, es ist trotzdem nützlich, aber wir können halt nichts anderes daraus machen, außer vielleicht jetzt nur. Ja, wir können daraus einfach nur größtenteils Wasser rausziehen. Ist ein bisschen. Ja. Aber egal, also dafür haben wir halt einfach mal 600... Warte, ach, egal, ich hab's drauf. Egal, wir haben auf jeden Fall die Potatoes fertig, jetzt können wir das alles noch backen und solange die Kartoffeln jetzt im Ofen braten, also gebraten werden, können wir mal schauen, was es Schönes bei im Ding im Wüstentempel gibt. Denn vielleicht haben wir Glück und wir finden, jetzt wird es auch eh gleich Nacht, ich nehme einfach mal das Bett mit, YOLO. Wir finden vielleicht sogar, also vielleicht ist neben dem Wüstentempel auch ein kleines Dorf. Natürlich ein großes Dorf wäre natürlich besser. Aber vielleicht finden wir generell jetzt hier ein Dorf und, ah ja, die Dinger.
Wie sollten wir vielleicht auch, ja genau, die bringen Blaze Powder. Aber ich meine, wir haben ja hier Immersive Engineering, oder? Genau. Und für, ja, das habe ich, das ist so ein, ja, ein Pro-Tipp ist das jetzt vielleicht nicht direkt, aber ich finde es, also, weil die Cinder Pearls, die geben ja Blaze Powder und Blaze Powder braucht man in Immersive Engineering für, wie heißen die Dinger nochmal? Wie heißen die nochmal? Ihr wisst schon, diesen, ich finde den gerade nicht. Diesen, ach Mann, Hochofen. Dieser Hochofen, dieser rote. Kostet solche Bricks und diese Bricks, die craftet man mit so Blaze Powder. Und bevor wir jetzt irgendwie blöd ins Nether reingehen und erstmal eine Enderfestung suchen müssen, können wir auch dann einfach mal, können wir auch die Cinder Pearls mitnehmen und vielleicht haben wir dann insgesamt zu viel, dass wir auch so eine Schmiede, also so einen Hochofen bauen können. Und ich sehe gerade, das ist echt ein lustiges, also was heißt lustiges, das ist ein echt ein cooles Gebilde hier. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein hohler Felsen. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Was das darstellt, ich glaube, ja, ein hohler Felsen, oder? Okay, dann gehe ich einfach mal rein und dann looten wir das Ganze. Ein Dorf gibt es jetzt hier, glaube ich, aber nicht, oder? Wäre auch zu schön gewesen, natürlich. So. Okay, das bauen wir natürlich ab. Und, oh, Division-Siegel, die sind auch geil. Damit kann man nämlich Unstable Ingots von Extra Utilities craften. Ja, aber der Rest ist jetzt so lala. Also das ist jetzt lauter, waren jetzt halt lauter Common Loot Bags, wie ihr ja gerade jetzt gesehen habt. Ist jetzt nicht das. Ja. Es könnte besser sein, aber mal. Also ich hätte mich jetzt vor allem auf ein Bier gefreut, aber. Ne, man kann ja nicht alles haben. Okay, hier gibt's aber echt kein Dorf, das ist. Mann! Ich meine. Ja, also, ja. Irgendwo auf dieser, in dieser Welt, in dieser Minecraft-Welt, wird es bestimmt ein Dorf geben. So, ja, die stacken sich gleich. Ja, ich nehme einfach noch ein paar von den Dingern mit. Insgesamt brauchen wir ja 27 oder so, glaube ich. Genau die Dinger, die Blast, genau Blast für das habe ich gemeint. Wir brauchen ja so Blaze Powder. Und bevor wir blöd im Nether nach so einer Nether-Festung suchen müssen, halt, können wir halt ein paar Cinder Pearls mitnehmen und dann haben wir das auch so geregelt. Ja, 16 Stück haben wir. Ich gehe jetzt auch wieder, ich gehe jetzt wieder heim, weil da wartet ja. LOL, was ist denn das? Hä? Was ist das? Okay. Ja gut, ein bisschen Sand nehme ich gerne mit. Das war jetzt strange. Also Leute, ich kenne es nur so, dass es Skelettreiter gibt, sozusagen, die, also Skelette, die auf Spinnen reiten. Ich meine, dieses Feature ist ja schon so alt. Das müsste ja eigentlich jeder von euch kennen. Und das war jetzt aber statt ein Skelett ein Creeper und ich meine, das war bestimmt sicherlich eine Mod, klar, aber trotzdem. War irgendwie lustiger ist gerade, das mit anzusehen. Okay. Hä? Also, was macht ein Tintenfisch mitten in der Wüste? Komisch. Also da ist ja auch nicht weit und breit Wasser. Ach, vielleicht ist er unterirdisch oder so. Kann sein.
Ich stelle mal alles ab, ganz ehrlich. Das ich brauche unbedingt ein Menüsystem, ganz ehrlich. Das ist so nervig. Cinepearls. Oh, Leute, ich kaufe mir einfach einen. Das ist voll nervig, ganz ehrlich. Salpeter haben wir, Amberohr, Salt, Düsensiegel. TNT haben wir auch. Von der Falle unten. Und ich nehme also mal hier nochmal. Lol, jetzt habe ich aus Versehen die Blätter gebaut, egal. Also abgebaut, meine ich. Oh ja, ich sehe gerade schon, wir nehmen, glaube ich, schon seit. Jetzt kann ich das schon wieder nicht einschätzen. Ich weiß jetzt echt nicht, wie lange wir aufnehmen. Wie lange ich aufnehme. Na, wir brauchen eine Crafting Station, genau. Und der Bird rein damit. Ich bin gleich da, ich muss kurz was schauen. Auf dem Handy. Okay, bin wieder da. Ja, lol. Jetzt haben wir wieder Chance Cubes, Iron Chestplate. Also so langsam haben wir bald echt eine geile Rüstung. Ja, also es war eigentlich doch im Großen und Ganzen eigentlich doch eine gute Ausbeute mit dem Tempel. Ich dachte erstmal bei den Common Lootbags, ja komm, das ist jetzt so geil ist das auch nicht. Ah ja, genau. Ich habe gehört, ich habe gehört, du magst Chance Cubes. Also habe ich ein paar Chance Cubes in deinen Chance Cubes reingetan. Well, this sucks. Ja, geil. Eine Fluiwak. Gut, es nützt uns momentan nichts, weil wir keinen Strom haben. Aber demnächst jetzt bald. Come sail away away. Okay. Nein! 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 Sorry, wegen der Schreie. Oh Mann, das ist ja gerade echt ein bisschen. Also wir haben noch ein Power, was ist das für einer? Leute, ja, ich muss mich gerade auf zwei Sachen konzentrieren. Auf mein Handy und gleichzeitig hier auch noch auf dem Computer. ein Power 5 Bogen. Ich hoffe, das ist eine 5. Ansonsten lachen bestimmt alle mich aus. Ja. Leute, klasse. Obwohl Eis haben wir. Ja, wir sind gerettet. Nehme ich natürlich alles mit. Scheiße, wir haben nicht genug Platz. Ja, geil. Also das war mal wieder. Das war jetzt echt. Das ist echt geil. Aber was wir auch hätten machen können, wäre dort reinzuspringen. Aber das wäre echt ein bisschen krass gewesen. Nein. Okay, das war jetzt die Dummheit und die Ungeduld. Oh Mann, das war jetzt gerade ja mega dumm. Ja, dann bauen wir es jetzt eben ab und dann nehmen wir das wieder mit. Irgendwo müsste hier noch eine Chestplate rumliegen oder habe ich die angesammelt? Ah ne, hier. Oh Mann, sorry für die Dummheit. Ganz ehrlich, ach Mann, ey, das. Ja, ich war jetzt gerade nämlich ein bisschen im Stress. Das war nämlich. Das lag einfach wegen. Ach, stimmt, ich wollte ja austesten. Ja, ich habe ein paar Dinge, also. Ja, auf dem Handy muss ich kurz mal schauen. Ja. Schon wieder, ey.
Ach Mann, ich glaube, das funktioniert jetzt nicht. Ist mir aber auch egal. Leute, ich glaube, jetzt beende ich einfach die Folge. Ich glaube, die wird jetzt wieder mal etwas kürzer, aber die Folge nehme ich jetzt gerade eh ein bisschen später auf. Und das Volumen ist fast voll. Ja, okay, Leute, ich beende jetzt einfach die Folge. Also sorry, falls das jetzt heute mal wieder ein bisschen chaotischer war. Ich habe davor auch eine Folge aufgenommen, die war aber auch irgendwie ein Schmarrn. Also Leute, ich verabschiede mich jetzt einfach in der nächsten Folge. Oder wisst ihr was? Oh, ich weiß nicht. Ich schaue einfach mal. Also in der nächsten Folge werde ich einfach mal. Ich kann es natürlich nie versprechen, aber wir werden mehr, was jetzt die Quests angeht, arbeiten jetzt dort. Und nicht, also ja, wir haben jetzt hier ja so eine Mini. Ach, da ist doch ein Dorf, da ist doch ein Dorf, geil. Okay, gut. Also Leute, ich verabschiede mich jetzt einfach bis demnächst, also bis morgen. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen geilen Tag. Und dann sehen wir uns morgen. Genau. Also Leute, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.